Sehr vielen Dank schön dafür, dass Sie von der Weide unseren YouTube-Kanal eingeschaltet haben. Und zwar auch sehr voll, wenn Sie uns sehr gut werden und da unten den Subscriber würde anklicken. Vielleicht schreiben Sie uns auch mal unsere WhatsApp-Nummer ab. Schickt uns mal ein paar Bilder, Videos. Vielleicht der ihr uns auch mal in die Folge, schickt ihr uns ein Zeugnis. Wir beten auch, dass all unsere Videos möchte einen sehen für ihn sein. Wir möchten uns sehr bedanken bei Dr. Wilma Dick in Reinhard Zewotzje für uns ein Schmocken-Video in Paraguay zu schicken. Wir freuen uns immer, diese Videos zu kriegen, sodass unsere plottische Menschen in unsere plottische Sprache mal ein bisschen verstehen können, wie uns Körper funktionieren wird. Ich glaube, Gott hat uns alle einen sehr schmocken Körper gegeben und wir müssen dann abhassen. Weil wir mal gut hören, was Dr. Dick uns erklären wird. Weil der Körper, was Gott uns gegeben hat, wie der funktionieren wird. Das sind interessante Sachen in unserem Buchbein, in unserem Kopf, in unseren Muskeln, in unserem Blut, wie das alle ran wird. Es ist sehr interessant. Ich habe viel gelernt davon und ich freue mich auch, dass wir das mit unseren plottischen Menschen mitteilen. Gott hat uns alle, einen jeden plottischen und jeder Mensch in der Welt, hat einen sehr schmucken Körper von Gott gekriegt. Wir sind alle vielleicht ein bisschen anders, aber Gott hat ihn gemerkt, für uns. Gott hat uns auch eine Säule gegeben. Gott hat uns eine Säule gegeben in unserem Körper, sodass wir können unseren Vater im Himmel deine damit, mit unserem Körper und mit unserer Seil. Unseren Vater im Himmel zu deine. Weil wir dann abhassen, dass wir diesen Körper reinhüllen, dass wir nicht zu aufschieben, sehr Suppe, nicht zu sehr Eten dünnen, und dass wir unseren Körper waschen dünnen, dass wir dem reinhüllen, und auch, dass wir mit unserem Körper waren, andere Menschen dünnen. Bekickt mal diesen Video ganz bitte ein. Es ist interessant, wie ein Doktor von unseren plottischen Menschen dort Schmuck alle erklären wird. So, wir wünschen dir und deine Familie noch einen schönen Tag mit Jesus. Wir sind hier nun in Nihalstadt. Ich sehe hier mit Dr. Wilmar Ditsch. Dankeschön, Wilmar, dass du dir die Zeit nimmst, hier mit uns ein bisschen mitzuteilen über Krankheiten. Und von dort möchten wir ein bisschen reden über uns Kopf, über Holz, Kopfbeidog und Holzentzündung und so. Und wo funktioniert das? Wilmar, wo funktioniert das? Wir haben ein Müll, da etwa, und da können wir auch atmen. Ja. Beides täglich. Und das geht auch nicht an der Salz im Morgen. Nein. Ja, in erster Linie, danke schön, Renat, dass du wieder dran geblieben bist. Und wir hoffen, dass das lange nicht so kalt wird. Ja, von da soll es am Teil vom Kopf gehen. Der Kopf ist ja ganz hoch auf unserem Körper. Und das ist ein ganz schwerer Teil vom Körper. Viele wollen sich schlecht wundern. Der Kopf hat so zwischen 6 bis 8 Kilo. Aha. Und den muss man immer da oben tragen. Und dass du das heißt, da wird der eine Müll dort Eten nennen. Und auch zum selben Tier wie die Luft nennen. Und das sind aber zwei ganz verschiedene Städte, wo dort Eten handkommt und da wo die Luft handkommt. So, da muss man immer ein bisschen wollen, eine Leitung, wo han jetzt. Und warum der Bett zu dieser Atmung, zu dieser Öffnung auch eine Bühne kommen, ja, und wie das geht. Das ist ja so interessant, da hat Gott einfach was ein Wunder getan, wo das alles funktioniert, ja. Ja, und was ja. Wie, wenn wir Leitungen leihen, da wir da einen Kronen und da einen Klopp haben, ja. Das ist ja. Bei uns auch alle Bühne, oder was? Ja, und da hat sich was Gott gedacht, dass wir als jeder zum Müll auch zu der, dort Eten auch die Luft zum Müll nennen. Und ich wollte einmal ein bisschen an einem Teil von Plastik wiesen, wo das aussieht. Man sieht hier auf diesem Teil von Plastik, das ist der Kopf von einem Menschen, der durchgestellt. Da sehen wir einmal, hier ist der Nase, da geht hauptsächlich die Luft nennen. Der andere Wasch wird das, wie seht ihr, hier zum Müll sein, wo die Luft nennen kommt. Und dann ist hier auf diesem steht, wo sich der Weh dann teilt. Hier eine faire Hand wieder, da ist wo die Luft nennen geht, bloß die Luft. Und hier hinten, zu dieser Leitung, wo das sogenannte Speiserohr ist, also das ist ein Rohr, ein Schlauch, aus einem Schlauch mit Muskeln, der fängt hier, Fuß hinter der Tunge hinten an, und geht dann rauf, Bett und Morgen nennen. Aber das sieht ja sehr viel gerater aus. Das ist auch so. Das Schlauch von Muskeln, der ist mehr immer so aus Töpfchen geklopft.
Bloß wenn du Eten entkommt zum Müll, dann fängt er sich an zu bewegen und geht dann open Tau und pumpt langsam dort Eten von hier oben aus dem Müll rauf, Bett und Bucken, wo der Morgen ist. So, was passiert nun? Wenn wir nun atmen werden, was wir auf diesen Müll tjenen, dann geht die Luft bloß hinein und dort kann sein, dass es ein bisschen was Luft nennen, auch an Morgen. Und dann da wir manchmal so relpsen oder absteigen, so wie das sei. Ja? Dort ist Luft, die wir eben drauf geschluckt haben. Also die Luft kann auch an Morgen nennen gehen. Aber dort Eten, dort soll niemals hier in diesem festen Raum, wo die Luft nennen, dort nennen gehen. Dort soll dort Eten nicht nennen gehen. Und dann? Was ist da dann? Eine Klopp? Ja, und wenn wir hier sind, das wird ein bisschen aus blauer Vorwärts. Dort ist eine Klopp, der kann sich bewegen. Wenn wir nun Eten und schlucken, dann geht diese Klopp rauf und deitelt hier das Rauer ganz toll, wo bloß Luft nennen kann. Also dort darfst du nicht Eten nennen kommen und dort wird mit dieser Klopp dann hastig toll gemacht. Dann geht dort Eten gleich hinten vorbei, besser rauf und morgen nennen. Dort alles allein. Immer wenn wir schlucken, werden diese Muskeln hier bewegt. Und dann klappt das Tau und geht was ab, wenn wir bei der atmen wollen. Und wenn wir dann ans Maul verschlucken, was bedeutet das dann? Wenn wir uns verschlucken, dort bedeutet das, diese Klopp entweder nicht ganz petit Tau gemacht worden ist. Wir haben zu schwind geschluckt. Zu schwind geschluckt oder gerät beim Schlucken. Und du mit Luft auseinander, dass die Zähne am Lüfte kloppen, mit ab und rups, also gar ein bisschen Eten, und diese feste Leitung nennen gekommen, wo bloß Luft nennen kommen soll. Dann macht wie Säuerhöste, dort ist auch eine gute Verrichtung, was der Leibe Gott uns so nennen leicht hat, dort wie dann automatisch Höste, und dort Höste ist dort der Dauer, um bei der jeden Druck zu machen, um dort Eten, was hier in diese feste Leitung nennen gekommen ist, war der Rüter zu drehen. Deswegen ist das Geld dort wieder ein Höchste, das ist richtig so. Jetzt haben wir erfahren, ein bisschen sein, dass du dann eigentlich Messkurs atmen kannst. Und ihr hört, dass man dann eigentlich mal von hinten ein Stück geben, halbe, dass das rutscht, das soll ja nicht rauf, ne? Und dann ja, nennen. Kreid, dort mit dem hinten Raumfutter in den Ruck geben, in den Magen gehen, das ist aber mehr, wenn mal ein größeres Stück Fleisch wird in dem anderen Rauer steht geblieben. Aha. Dann macht man einen Druck und dann pumpt dort was der Tritt an und fällt was der Rüter. Aber sonst, das mit was in der Luft drüber, dann kommt da, kann man dann ein bisschen auf dem Regenklapper, kriegt ein kleine Babys, die soll man dann so mit dem Kopf nach unten praktisch so Hesterkopf holen und klappern, dort das was der Rüter kann. Meist einmal klappern wie bloß so beim Setter ja, dann auf dem Regen. Dort Stück hat manchmal dann sogar noch Teufel rauf als nicht. Aber mit den Babys oder kleinen Kinder, die soll man dann so Hesterkopf holen und klappern, dass das Rüter fällt. Wenn du von Babys redest, der Kreit, klein sind, ein Kreitmalchen getrunken hat, vielmal schulpst du Rüt, kotzen dich. Erst das willst du Klopp nicht hummacht oder willst du zu viel getrunken haben? Die haben zu viel Luftfucken mitgesorgt beim Brustrinchen und dann ist der Morgen sehr voll und du hast aber ein Teil von Luft in der Morgenbeine. Dann macht man die einmal anrechten und dann kommt der Luft nach oben und kommt dann rüt und das Eten bleibt über Beine. Okay. Ja, dort ist mir ja dann ein Problem, dass der Morgen zu sehr auf Druck ist und zu viel Luft mit dem Mehltyp reingekommen ist. Wenn wir die dann herstellen so und ein bisschen klappern auf dem Regen, dann schaltet ja dort eine Morgen trecht, der Luft geht nach oben, kommt bei der Trägfläche in dem Rauer und der hält so ab den Babys und dann ist das Problem gelöst. Und wenn wir Geld ans Onkel Sotje gehen, ein Futschluppe gehen, ist ja, das ist nicht Geld. Geld. Das ist nicht so Geld. Wenn es der Morgen, das ist ja aus dem Biedel hier an der Lenche sieht, Futsch an ihre Rebbe, wenn wir hier so sperren, da ist aus dem Biedel. Und wenn der zu voll ist und wir uns dann hinleihen, dann ist das Müll auf der Selse hecht mit dem Morgen. Und dann kann er Tritt anschälen. Und dort ist sehr starke Flüssigkeit, was wir hier machen. Dort ist das Acid, das ist Säure. Dann brennt es sehr. Ja. Dann soll man leider ein Stückchen mit Zettel bleiben und das Ganze mit verarbeitet ist. Und ab wann sieht soll man am liebsten liegen dann? Am liebsten erst dann ein bisschen ab der Reiche sieht, liegen, damit das von dem Morgen wieder schälen kann und einen Dorm nennen. Okay, ja. Das ist richtig, ja.
Und wenn wir dann an der kalte Luft kommen, und irgendwann fängt es an, oben beim Holz, sei wie an weiter dünner. Ja. Was bedeutet das? Mandeln, wenn man redet von Mandeln. Ja, da ich wir nochmal checken bei diesem Plastikteil hier. Wenn wir da checken, hier hängen im Holz, da oben, und da, da sind Mandeln, sei wie die. Das sind kleine Drüse, würde ich mal sagen, so eine kleine Fleischstecher, die wir seine Zähne, wenn wir im offenen Müll nennen, an Bettseite, an der Reiche, an der Lehnche sieht, das sind so eine kleine Fleischstecher. Und dort sind Drüse, die passen ab, dass die Krankheit, was wir hier zu den Nasen entschrieben oder zum Müll, dass die auch dort dann bleibt und nicht wieder rauf können an die Lunge nennen. Und dann schwallen die an und die holen die Krankheit da ab. Und im Holz hier und all. Und dann entzündet er sich. Dann wurden die Säger grün, die schwalen an, die wurden rot. Und die brennen sie. Und dann geht auch manchmal der Holz meist aus, so grün können die Säger. Aber das ist eine rechte Funktion, die passt ab, dass wir nicht zu krank ab an der Lunge waren. Und was kann man dann durch jeden tun? Futsal und Medizin annehmen? Oder leider wollen wir mit Wutter, wollen wir zu trennen Wutter? Meist immer ist diese Entzündung von einem Virus das Problem. Und da muss wir vielleicht einmal kurz erwähnen, dass es ganz kleine Tierchen sind, die wir mit unseren Augen gut sein. Die müssen mit ganz speziellen Apparaten sein. Der eine hat ein Virus und der andere hat Bakterien. Und der Virus, jeden Tag hat eigentlich meist nicht Medizin, mit der weiter scharpen sich, meistens allein. Und die machen allermeisten Fälle, sind die das Problem für die Mandelentzündung, wenn die so dick und rot waren. Dann gehen wir damit ein bisschen warmes Wasser in Backsäure zum Beispiel nennen und das ausspülen den Hals oder mit Salzwasser oder mit Honig in Zitronen. Und vielleicht, wenn es fehlt, was annehmen für Weide oder für das Brennen. Aber das ist mal Probe ein paar Tage. Das ist mal Probe ein paar Tage und dann geht das auch wieder Eva. Dann hast du ans Kopf auch noch irgendwo Löcher hier oben. Höhlen oder was immer. Ja. Was sind die da? Ans Kopf ist hier hauptsächlich mit Knorkes von Büte. Ja? Das ist wie hier auch bei diesem Seine. Das ist hier so ein Knorker Kopf hier. Und da seht ihr hier in diesem Knorkerbettseite. Und hier oben, da sind Hallriemen, da sind auch Löcher in unserem Knochen. Und da ist Luftbeine. Wenn wir nun atmen zu der Nase, dann geht die Luft in diese Löcher nennen. Und da wird die erstmal abgewärmt. Dass die Luft nicht so kalt aus der Bühne ist, die Licht in den Lungen nennen kommt. Dort sind die Luftriemen im Knochen beim Kopf. Und dann, wenn wir dann die Luft in den Lungen entschrieben, dann hat die auch eine feine Temperatur, dann ist die auch schmackwarm. Dann waren die Lungen nicht so krank. Und manchmal waren diese Hallriemen hier in den Knochen aber auch krank. Die haben Bänder in der Bekleidung. Ganz ausgekleidet sind die Luftriemen von Bänder. Mit einer ganz dünnen weichen Haut. Und wenn die weiche Haut krank wird, dann schwellt die an. Und dann gibt es da ein Liquid, eine Flüssigkeit, was da produziert wird. Und dann habe ich dort, was wir sagen, das ist ein Schnodder. Dort ja. Wird die produziert? Ja, da und auch in der Nase, ja, aber da auch. Und wenn das dann zu dick wird und da Beine bleibt, dann kann sich das da entzünden und dann haben wir manchmal ein Problem. Und das Problem kann sein, dass wir dann eine Fieber machen oder wir einen Kopf haben, können nicht mehr richtig atmen, machen viel Husten. Dort ist dann auch ein folgendes Problem hier von dieser Hallriemen am Knochen vom Kopf. Was kann man tun ohne Medizin? Ich habe früher seine gekommen, dann. Dumpen, ja, da hast du ein bisschen Zeit mal angeredet, das Dumpen mit heißem Wasser, vielleicht noch ein bisschen Manzanilla oder Kamale, das ist man dort auch kennt, Wasser nennen. Den Dump? Den heißen Dump einatmen. Und da ist aber sehr wichtig, wenn wir dort mit Chinja dünnen, dort wie du abpassen, dass die Idee kommen, mit das heißem Wasser sich nicht überstellen und dann würde sie sich sehr verbrennen. Das ist ein bisschen gefährlich. Aber da muss der große Mensch dann eben abpassen, in dem heißen Dump einatmen. So, ich würde sagen, 10 Minuten. Und dann kann sich das alle leise in das Schnodder, das wird so viel flüssig, und dann, dass das wieder rutschen kann. Und dann können die wieder open sind, wieder frei, diese Hallriemen. Und dort kann die Kopfweh produzieren? Dort kann vor den Kopfweh da geben. Was gibt einem nach der Kopfweh da? Kopfweh da ist
sehr vorkommen auch ein Problem waren, wie an dem Charpa zu wenig Wasser gegeben haben. Oh. An dem Charpa ist ein großer Teil besteht aus Wasser. Etwa 60%, wenn wir reden, oder 70% okay. Ist Wasser. Und besonders auch das Gehirn. Da, der Kopf hat das Gehirn, die graue Masse, und da ist viel Wasser. Und wenn die dann nicht zu wenig haben, dann fängt das an weiter zu und sagt, da fehlt mehr Flüssigkeit. Dort kann ein Grund sein. Dann können wir über den Kopf da haben, das wir sehen, wenn diese Hallriemen hier entzündet sind. Dann kann sein, dass wir Kopf da haben, wenn uns Druck vom Blut zu hoch ist. Wenn wir Meter dünnen und wir sind der erste hoch, kann das auch Kopf da geben. Oder manchmal ist eine Tenfühl. Und wenn die Tenfühl ist, der ist hier fest an diese Knochen, dann geht das auch auf den Kopf und kann da weitergeben. Und wenn wir alle bei den Tänen sind, und ich rede wie von dem Äten, da wollte ich einmal bloß noch sagen, das ist sehr wichtig, dass unsere Tänen gesund sind und nicht krank und damit wir richtig Käfer können. Das Äten wird ganz fein gekäft und dann ist drauf geschluckt, dann kann der Morgen viel besser arbeiten und hilft uns nicht so viele Probleme mit dem Morgen, nicht so viel Brennen in dem Morgen. Nicht gut schlucken. Nicht gut drauf schlucken. Erstmal richtig Käfer, ja. Overeating kann auch Kopf sein. Ja, Overeating. Kannst du vielleicht manche Kopf der zwei, aber ich habe eigentlich nicht am Ohr an, das kommt davon? Das Ohr, wenn das entzündet, steht das meistens zwei. Also, das wird man alle anwarten, wo das ist, wenn das am Ohr ist. Ja? Aber das ist richtig. Vorher ist das Ohr entzündet und dann habe ich davon Kopf da. Ja? Und da ist es auch nochmal dreht, wenn wir die Mandelentzündung haben, da hinten vom Hals, bei dem Ohr ist eine Leitung. Und wenn die Mandel dann sehr dicht sind, dann geht die Leitung nur die Ohren tau. Und dann habe ich sehr taune Ohren und sehr Druck. Und das hat zwei Ohren, aber das Problem ist hinten am Hals. Ja? Okay, okay. Und wo schwimmen bei Kopfritten soll man Pelle nehmen? Naja, ich würde sagen, bei Kopfritten, wenn man erst einmal sicher ist, dass man genug getrunken hat an dem Tag. Und man ist sicher, dass der Blutdruck auch stimmt, dann kann man was annehmen für Kopfweidung, ja. Ansonsten soll man da vorsichtig sein und wirklich weiter beraumen, der Kopfweid. Nicht bloß nur was annehmen und dann aber erstmal checken, ja, genug getrunken habe und checken, dass der Blutdruck stimmt. Und wenn dann alles okay ist und immer noch Kopfweidung ist, dann kann man mal was annehmen, ja. Vielleicht hat man einen schweren, heiten Tag gehabt, ja. Einmal schlupfen und nächsten Tag ja. Ist es... Und dann ist es auch etwas anders, ja. Anders. Ja. Gut, Wilmar, ich glaube, wir haben ein Teil geliert vom Kopf und Holz und Atmen. Dort ist schön. Hast ja. Du noch was ein bisschen zu sagen? Manchmal ist es mit dem Kopf, wenn die Augen nicht richtig schützen, macht man auch seine, ja, ob man vielleicht eine Brille brücken oder nicht. Dann einmal auch dort aufchecken, seine, ob da alles in Ordnung ist, dort, wenn ich einmal Kopf habe, wenn wir uns mit den Augen zu sehr anstrengen, wenn wir ganz kleine Sachen wollen, seine, ja. Ansonsten, wie ihr es seht, ist unser Kopf ein sehr wichtiger Teil vom Charpa. Natürlich, da redet wie ein Dänsch, wie ein Mathe abhosen, dass da alles in Ordnung ist im Kopf. Ja. Dankeschön, Wilmar, ja. Für deine Zeit. Und mal sehen, ob wir das nächste Mal ans Wahr sein. Ja, Jürgen, ich hoffe, die Tiere was lernen davon und die Tiere auch eine Gesundheit dann fairerweise kommen.